Herzlich willkommen beim Campwerk. Wir halten ja immer häufig die Fragen, oh Gott, Anhänger, darf ich den überhaupt fahren mit dem B-Führerschein, mit dem neuen, dem alten? So viele Fragen erreichen uns immer, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal ein Video darüber und beantworten euch die häufigsten Fragen zum Anhängerfahren. Viel Spaß! Mit welchem Führerschein kann ich eigentlich Anhänger fahren? Das ist eine ganz einfache Antwort, die du da kriegst, nämlich du kannst mit jedem Pkw-Führerschein Anhänger fahren. Die Frage ist nur, welchen Anhänger darfst du fahren? Hast du jetzt zum Beispiel den Klasse 3-Führerschein, den alten, so diesen alten Lappen, wie man ihn so schön genannt hat? Herzlichen Glückwunsch, du darfst alles fahren, was es gibt. Du darfst bis 3,5 Tonnen Anhänger fahren, mit jedem Auto in jeder Kombination. Das heißt, du darfst riesige Doppelachs-Anhänger fahren, Spaß haben oder einen Drehschemel. Ne? Also für dich ist das Video jetzt vorbei, für dich kommen keine neuen Informationen. Für jeden, der aber ein bisschen jünger ist oder wie ich auch den B-Führerschein hat oder den gerade erst gemacht hat, für den ist es ein bisschen komplizierter, weil sich die gesetzlichen Gegebenheiten etwas geändert haben. Und was bedeutet der B-Führerschein mit dem Anhängerfahren? Das gehen wir jetzt durch. Der B-Führerschein. Blende. Wenn du nach dem 1. Januar 1999 deinen Führerschein gemacht hast, dann gehörst du zu den Fahrern, die einen sogenannten B-Führerschein gemacht haben. Was ist beim B-Führerschein besonders? Beim B-Führerschein ist es so, dass nicht mehr der Anhänger wirklich einzeln zählt, sondern dass du ein Gespann bist. Das heißt, das zulässige Gesamtgewicht von deinem Pkw und deinem Anhänger zusammen darf nicht über 3,5 Tonnen wiegen. Das ist der erste Teil der Wahrheit. Es kommt gleich noch ein zweiter dazu. Das würde jetzt bedeuten, wenn du ein 2,5 Tonnen Pkw hast, und da reden wir von dem zulässigen Gesamtgewicht und nicht um das tatsächliche Gewicht, ne? Das, was er könnte, nicht, dass er wirklich wiegt. Dann darfst du noch einen 1 Tonnen Anhänger hinten dran ziehen und da auch wieder das Gleiche. Es geht um das zulässige Gesamtgewicht, nicht um das, was er wirklich wiegt. Das ist verwirrend, ich weiß, da müssen wir jetzt aber durch. Wir versuchen euch das hier auch einmal einzublenden als wunderbare Textnachricht. 2,5 plus 1 Tonne gleich 3,5 Tonnen. Du darfst den Anhänger sofort ziehen und fahren. Easy. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, du darfst immer einen 750 Kilo Anhänger, das ist das Maximum, zusätzlich zu einem 3,5 Tonnen Pkw fahren. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das heißt, dein Auto wiegt 3,5 Tonnen, zum Beispiel ein T6 oder sonst irgendwas, dann darfst du immer noch zusätzlich einen 750 Kilo Anhänger fahren. Ja, dein Gespann ist jetzt über 3,5 Tonnen, weil das ist eine Sonderregelung, die es da gibt. Du bist jetzt im Gesamtgestand bei 4.250 Kilo und so kannst du auch immer fahren. Also zweite Regel, du darfst immer einen 750 Kilo Anhänger fahren mit egal welchem Auto. Wiegt der Anhänger jetzt aber 1 Kilo mehr, gilt die Regel nicht mehr und somit fast die erste Regel, die wir vorher hatten, die 3,5 Tonnen Regel. Na? Das heißt, wenn du einen 701 Kilo Anhänger hast, ziehst du einfach von den 3,5 Tonnen 701 ab, hier steht die Zahl, ich bin schlecht in Mathe, und das darf dein Fahrzeug jetzt wiegen als zulässiges Gesamtmasse von deinem Pkw. War das verständlich? So, was bedeutet das jetzt für unsere Zeltanhänger? Fangen wir mit dem größten an, dem Offroader. Der Offroader hat eine zulässige Gesamtmasse von 1,5 Tonnen. Der wiegt irgendwie 400 Kilo, aber er könnte 1,5 Tonnen maximal wiegen. Zulässiges Gesamtgewicht. Diesen Anhänger mit einem B-Führerschein darfst du ziehen, wenn dein Pkw ein zulässiges Gesamtgewicht von maximal 2000 Kilo beträgt. Der gebremste Onroad-Anhänger hat eine zulässige Gesamtmasse von 1,3 Tonnen. Das bedeutet, den darfst du ziehen, wenn dein Pkw ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,2 Tonnen hat. Und würdest du jetzt die ungebremste Variante fahren, die 750 Kilo Variante, die darfst du mit jedem Auto fahren, also da kannst du das Maximum nehmen, was du generell mit deinem Führerschein fahren darfst, den 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht. So, was ist denn jetzt, wenn diese Werte mal nicht passen bei deinem Auto, weil du ein T5 hast mit 3 Tonnen und du möchtest jetzt aber auch noch einen ordentlichen Anhänger da hinten dran ziehen? Da gibt es drei Varianten aktuell. Variante 1, das ist tatsächlich die einfachste Variante, du lastest den Anhänger ab. Was bedeutet ablasten? Du hast in deinem Fahrzeugbrief ja drin stehen, der Anhänger wiegt 300 Kilo und er darf 1,3 Tonnen maximal wiegen. Ja? Logischerweise, du darfst eine Tonne zuladen. Das ist dein Spielraum, den du da hast.
Du kannst dir aber vorstellen, dass du in einem Anhänger nicht unbedingt eine Tonne reinpacken kannst. Ne? Du kannst anfangen mit Goldbarren zu laden, dann schaffst du das vielleicht. Aber normales Camping-Equipment ist ja eher leicht und sperrig, aber halt nicht wirklich schwer. Das bedeutet, wir können ohne weiteres den Anhänger ablasten. Und was passiert bei einer Ablastung? Guckt sich der TÜV deinen Fahrzeugschein an, guckt sich den Anhänger und sagt ganz einfach, den willst du ablasten? Easy, streich die Nummer durch, schreib da 1000 oder 500 Kilo hin. Dementsprechend darfst du den nur noch mit 200 Kilo oder halt 800 Kilo beladen, je nachdem, wie du es da austarierst bei dir. Und du darfst deinen Anhänger wieder mit der Regel deinem normalen B-Führerschein fahren, aber du darfst ihn dann halt dementsprechend nicht mehr so vollpacken, sei es 200 oder 800 Kilo. Es hängt einfach davon ab, wie viel Spielraum du brauchst und wie das zulässige Gesamtgewicht von deinem Fahrzeug ist. Passiert sonst irgendwas beim Anhänger? Nein, ist der gleiche Anhänger. Der Anhänger wird noch nicht mal vorgeführt tatsächlich. Das heißt, außer dass dann Aufkleber auf diese 1,3 oder 1,5 Tonnen draufgeklebt wird, passiert da gar nichts. Und später, wenn du das Auto einmal wieder wechselst, kein Problem. Du kannst einfach dann wieder zum TÜV gehen und sagen, ich würde gerne wieder auflasten, weil das Fahrzeug ist dafür gebaut. Der guckt drauf, sagt, yo, ist. Zieht den Aufkleber wieder ab und schon hast den Anhänger wieder aufgelastet. Das ist für dich eine einfache Möglichkeit, deinen Anhänger auch mit einem kleinerem Führerschein, aber größerem Auto fahren zu können. Variante 1, ablasten, am wenigsten Aufwand. Variante 2 ist ein neuer Führerschein oder eher ein Upgrade des Führerscheins, nämlich der B96, richtig? Oder 69, ich verwechsel das jedes Mal. Also B96 wird es jetzt sein. Der B96-Führerschein ist auch echt einfach zu erhalten, weil dafür müsst ihr nur zur Fahrschule fahren, sagen, hey, ich möchte einen B96-Führerschein machen. Ihr macht dann ein paar praktische Fahrstuhlstunden, ich glaube 6, ich bin nicht ganz sicher, müsst ihr nochmal nachlesen. Und dann habt ihr den B96-Führerschein. Die dritte Variante ist der BE-Führerschein und das ist der große Anhängerführerschein, den heute jeder glückliche Klasse 3-Besitzer schon automatisch hat. Wir Junghüpfer, wir müssten den erstmal machen. Was bedeutet das? Das ist wirklich nochmal in die Fahrschule gehen. Wir haben einen theoretischen Teil und auch wir haben eine praktische Prüfung. Die ist nicht schwer und sie ist auch ja, wirklich gut, weil man einfach eine ganze Menge vom Anhängerfahren lernt und auch mitbekommt. Viel mehr als bei dem B96. Und der Vorteil ist, ihr dürft dann wirklich auch wie beim Klasse 3 alle Anhänger fahren. Das heißt, habt ihr ein 3,5 Tonnen Fahrzeug, dürft ihr noch zusätzlichen 3,5 Tonnen Anhänger hinten dran fahren. So einen großen Anhänger haben wir gar nicht beim Campwerk, aber ihr dürft alles fahren, was mit Anhänger zu tun ist, egal ob Pferdeanhänger oder irgendwas anderes. Dann macht Anhängerfahren Spaß. Ihr merkt also, es gibt ein paar Alternativen. Also ihr dürft immer alles fahren, aber je nachdem, was für ein PKW ihr habt. Wir können das jetzt mal durchgehen. Britta, was hast du für ein Auto? Skoda Fabia. Skoda Fabia, was hat der für ein zulässiges Gesamtgewicht? Weiß, Auto. Wir gucken jetzt mal ganz kurz nach. Also der Skoda Fabia hat 1,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Das ist also recht einfach zu rechnen. Das bedeutet, die Britta darf mit ihrem Skoda Fabia noch 2 Tonnen ohne einen neuen Führerschein fahren. Super gemacht. Du darfst alles, was Campwerk hat, fahren. Glückwunsch. Was hast du, Christoph? Peugeot Rifter. Was hat der für ein zulässiges Gesamtgewicht? 2000. Gehen wir mal von 2000 aus, das ist super, weil du darfst dann jetzt noch den Offroader fahren. Das heißt, der Skoda Rifter hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2000 ne, bis 2200. Wir gehen jetzt von der 2000er Variante aus. Das bedeutet, er darf noch einen Anhänger mit 1,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht fahren. Auch du brauchst keinen neuen Führerschein. Herzlichen Glückwunsch. Timo, was hast du? Ford Ranger. Ford Ranger weiß ich. Der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, weil Transporter und Pickup sind immer sehr groß. Du hast verkackt tatsächlich. Du hast den Nachteil, du darfst nur einen 750 Kilo Anhänger fahren, ohne weiteres. Oder du machst jetzt einen B96-Führerschein oder den BE-Führerschein. Oder du lastest den Anhänger einfach ab auf 750 Kilo. Lass uns das jetzt mal an einem Beispiel von einem Offroader rechnen. Ein Offroader hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen. Er wiegt aber etwa 400 Kilo. Das bedeutet, wenn du den auf 750 Kilo ablastest, hast du immer noch 350 Kilo. Das ist für all dein Equipment, was du hast, hier Red und Co., den ganzen Kram, immer noch mehr als genug Gewicht, glaube ich, weil es ist eher Sperrigkeit, die dich behindert, als das Gewicht. Dann darfst du auch mit deinem Auto losfahren. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen dazu, könnt ihr natürlich auch gerne eure Kombination unten mal reinschreiben. Wir bereiten auch einen Blogbeitrag vor, wo wir das mal in so einer Skizze darstellen. Da könnt ihr einfach nachgucken, alles klar, ich habe das Auto in der Stelle. Guckt euch das einfach mal an, das ist aber erst nächste oder übernächste Woche fertig und dann seid ihr nochmal ein bisschen klüger. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen durch den Führerschein-Dschungel führen und ihr habt jetzt die meisten eurer Fragen beantwortet. Nächste Woche schauen wir uns mal an, was wir beim PKW beachten müssen, unabhängig vom Führerschein. Also, ich sage bis nächste Woche und habt Spaß da draußen.
Blende. Eine Linse sieht aus wie Kacke. Das hört sich doof an, wenn ich dazu gekommen ist, so oft sage, aber ist nicht schlimm, ich fange nochmal von vorne an. Ist sie überhaupt sauber? Kamera läuft und... Schwer so eine Kamera, ne? Kamera... Ja, kostet nicht nur viel Geld, die ist auch scheiße schwer. Timur, die Aufnahme von jetzt gerade wird gelöscht. Jetzt kommt ein Outro.